Du hörst immer mal wieder vom Säure-Basen-Haushalt, weißt aber nicht so genau, was das überhaupt ist oder fragst dich, wie du deinen Säure-Basen-Haushalt ausgleichen kannst, dann ist dieses Video genau für dich gemacht. Bleib auf jeden Fall dran. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sag mal InnoNature. Ich spreche heute mit der lieben Julia. Julia ist Gründerin von InnoNature und ganzheitliche Ernährungsberaterin. Und heute geht es um die Säurebasenernährung bzw. den Säurebasenhaushalt. Ja, uns haben wieder ganz spannende Fragen über Instagram erreicht. Unter anderem beantworten wir folgende Fragen. Was ist eine Übersäuerung? Wie entsteht die? Bedeutet eine starke Regelblutung gleichzeitig auch eine Übersäuerung? Und was kann ich in der Schwangerschaft tun? Wie kann ich in der Schwangerschaft meinen Säurebasenhaushalt unterstützen? Hier aber auch nochmal ein kleiner Hinweis von unserer Seite. Wie du weißt, dürfen wir als Unternehmen aus rechtlichen Gründen nicht bei gesundheitlichen Beschwerden oder Krankheitsbildern beraten. Deswegen raten wir dir hier wirklich immer zu einer ärztlichen Rücksprache. Das ist uns an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja, und wenn du auch noch eine Frage hast vielleicht zu diesem Thema, dann schreib das doch gerne einmal in die Kommentare oder schreib uns auch gerne bei Instagram. Und wenn dir das Video gefällt, dann schenk uns auch gerne einen Daumen nach oben. Und ja, wir hoffen, dass wir dir ganzheitliche Lösungsansätze mit auf den Weg geben können. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Schauen. Hi Julia, sitzt du bequem? Ja, hallo Marie. Schön, dass wir hier wieder zusammen sind. Ja, finde ich auch. Ja, heute dreht es sich ja um die Säurebasenernährung und wir wollen auch direkt mit einer Basic-Frage starten. Was überhaupt eine basische Ernährung ist und was einen ausgeglichenen Säurebasenhaushalt ausmacht. Eine basische Ernährung, also erstmal der Säurebasenhaushalt, ist ein Konzept aus der Naturheilkunde und es gibt gewisse Lebensmittel, wie zum Beispiel Obst und Gemüse vor allem, die werden dem basischen Lebensmitteln zugeordnet. Dann gibt es noch neutrale Lebensmittel, wie zum Beispiel Pseudogetreide wie Quinoa oder auch viele Nüsse. Und dann gibt es einmal säurehaltige Lebensmittel, das sind vor allem Industrienahrung, tierische Produkte und ja, vor allem verarbeitete Produkte. Das sind stark säurebildende Lebensmittel. Und ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt ist, wenn diese Lebensmittel quasi im Einklang ist. Und das grobe Konzept ist, 80% basisch in seine Ernährung mit einzubinden. Und also basisch bis neutrale Lebensmittel und 20% Säuren. Und das Konzept besagt sozusagen aus der Naturheilkunde, wenn man diesen, ja, diesen Ausgleich sozusagen findet, dann können eigentlich so gut wie keine Krankheiten, keine Beschwerden bestehen, wenn man diesen Ausgleich schafft. Den kann man zum einen zum großen Teil mit der Ernährung beeinflussen, aber auch natürlich mit Stressbewältigung. Also wenn man sich zum Beispiel aufregt, dann kann man innerhalb von kürzester Zeit übersäuern. Also es geht nicht nur mit der Ernährung, das ist ein großer Teil, sondern auch mit einem ganzheitlichen Lebensstil kannst du deinen Säurebasenhaushalt beeinflussen. Und ja, das Blut hat einen pH-Wert von 7,35 bis 7,45 und der Körper tut alles dafür, diesen pH-Wert zu halten. Und wenn wir zum Beispiel sehr stark übersäuert sind, weil wir Stress haben oder weil wir uns sehr säurehaltig ernähren, dann kommt der Körper ins Ungleichgewicht und dann können Beschwerden entstehen und so weiter, weil der Körper dann ja alles nimmt, zum Beispiel Mineralien, die sonst eigentlich für ganz normale Stoffwechselprozesse verwendet werden, nimmt er sich dann, um alles zu tun, um diesen pH-Wert halt von dem Blut zu halten. Und das ist das Konzept des Säurebasenhaushalts. Ja, super spannend. Vielen Dank für die Erklärung. Nächste Frage, wie verändert sich denn die Gesundheit durch eine basische Ernährung? Du hast ja gerade schon ein paar Punkte genannt. Wie kann man denn seine Gesundheit beeinflussen damit? Also wenn ich jetzt übersäuert bin sozusagen und dann, wenn ich mich dann basisch ernähre, wie ich dann meine Gesundheit verändern kann. Ja, ja, letztendlich kommt es an, okay, wie stark verändere ich denn meine Ernährung zum Beispiel? Also esse ich 100% basisch oder 80% basisch? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie stark ich das jetzt in mein Leben integriere. Aber generell, da besagt das Konzept und viele Erfahrungsberichte und ich persönlich habe die Erfahrung auch schon gemacht, dass man den Körper sehr stark entlastet, denn vor allem basische Lebensmittel wie Gemüse und Obst sind sehr leicht verdaulich und
Lebensmittel wie tierische Lebensmittel oder Lebensmittel, die stark verarbeitet sind, viele Geschmacksverstärker und Co. drin haben, belasten ja eher den Körper. Und wenn man einmal diese Lebensmittel wirklich stark reduziert, dann spürt man einfach, dass die Verdauung besser wird, dass alles leichter wird, dass eventuell, dass man sich einfach besser fühlt und bestimmte Beschwerden dann auch weggehen. Ja, wenn du dich auch fragst, wie du vielleicht mit einer basischen Ernährung starten kannst, dann verweise ich gerne einmal auf den Link, den wir hier unten einmal auch in der Infobox haben. Wir haben nämlich online eine kleine Checkliste mit ein paar Do's and Don'ts für basische Ernährung, für auch eine Basenkur. Wie du da einfach ein bisschen dich reinfinden kannst, starten kannst, also empfehle ich dir sehr. Und hätte auch noch ein paar Tipps jetzt gerade, ja, der Sommer ist jetzt vorbei, starten wir in den Herbst, wie du im Herbst basisch essen kannst. Da haben wir ein paar leckere Lebensmittel, zum Beispiel der Blumenkohl, Fenchel, Kartoffeln, rote Beete, Esskastanien, Apfelbirne und die Holunderbeeren. Das wären so ein paar Beispiele, womit man ja auch super toll backen kann zum Beispiel. Probier dich gerne mal ran. Wie lange dauert es denn, bis positive Effekte bemerkbar sind, wenn man auf eine basische Ernährung umstellt? Positive Effekte können sich schon sehr schnell einstellen. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Magen-Darm, wenn man jetzt auf den Magen-Darm-Trakt achten möchte, dann und den verbessern möchte, dann kann das schon sehr schnell gehen, denn basische Lebensmittel wie Obst und Gemüse enthalten sehr viel Ballaststoffe. Und wenn ich vorher nicht so ballaststoffreich gegessen habe, sondern eher proteinhaltig und säurehaltig, dann hat mein Körper sehr viel länger gebraucht, um die Sachen zu verarbeiten. Und und Ballaststoffe treiben sozusagen den Magen-Darm-Trakt an und dann kann meine Verdauung sich da schon sehr schnell wieder regenerieren und auch verbessern. Wenn man jetzt zum Beispiel die Haut anguckt, dann dauert das ungefähr 4 Wochen, bis sich da eine Verbesserung bemerkbar war. Da braucht man ein bisschen mehr Zeit für. Aber die kann sich dann auch einstellen, denn basische Lebensmittel wieder entgiften ja auch sozusagen und die Haut kann sich dadurch klären und sich auch verbessern. Und da braucht man ungefähr 4 Wochen Zeit, bis sich da diese Dinge sozusagen verbessern. Und die Haare zum Beispiel, die brauchen, bis man da wirklich selber was merkt, das braucht ungefähr 3 Monate. Denn die Haarwurzel, die braucht ja erstmal, bis sie nach oben auch an die Oberfläche kommt. Und da ist auch ganz wichtig, wirklich auf die Kopfhaut zu schauen und nicht auf die Haarspitzen, denn die Mineralien, die kommen ja sozusagen aus der Kopfhaut. Und dann, bis die Haare da wirklich eine Verbesserung zeigen, da sollte man ab 3 Monaten ungefähr gucken. Aber es ist super spannend und das fand ich halt damals auch, als ich meine Ernährung umgestellt habe. Das war vor allem ja auch ein Grund, weil ich wirklich sehr starken Haarausfall hatte, was zum einen natürlich hormonell bedingt war, aber ich glaube, ich habe mich auch ziemlich säurehaltig ernährt. Und und der Säurebasenhaushalt, der möchte ja alles tun, um eben diesen pH-Wert zu halten. Also das Blut tut dafür alles und der Körper. Und die Haare sind nicht lebensnotwendig. Und das heißt, er kann sich dann die Mineralien aus dem Haar, der Haarboden enthält sehr viel, die Wurzeln sehr viele Mineralien. Und es kann sein, dass der Körper sich dann sozusagen die Mineralien aus dem Haarboden zieht, dass der nicht mehr so viele Mineralien hat und dann wieder zu Haarausfall kommen kann. Und wenn man damit irgendwie Probleme hat und man sagt, hey, ich möchte meine Haarstruktur, meine Haare irgendwie verbessern, dann kann es auch total sinnvoll sein, da mal auf den Säurebasenhaushalt zu achten und mehr basische Lebensmittel in sein Leben zu integrieren. Ja, und bezogen auf die Haargesundheit, aber generell vielleicht auch die Effekte, nach denen hier gefragt wurde, wie kann man denn neben der Ernährung das Ganze noch unterstützen, damit dann zum Beispiel die Haut sich zeitnah bessert oder dass den Haaren besser geht, dass vielleicht mein Magen-Darm-Trakt einfach sich gesünder anfühlt und alles wieder besser läuft. Was kann man da dann tun? Eine Sache hatten wir schon genannt, Stressvermeidung auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht immer hundertprozentig möglich, aber schau wirklich auf dein Stressmanagement. Ja, man kann innerhalb von Sekunden, kann man übersäuern, wenn man sich zum Beispiel aufregt. Weil da kann man vorher so viel basisch gegessen haben, wie möglich. Wenn man sich einfach aufregt, dann übersäuert sich der Körper. Also es ist wirklich ein Einklang aus vielen Dingen. Ja. Und man kann natürlich auch super viel tun, auch von außen. Die haben ja zum Beispiel auch bei uns im Sortiment ein Basenbad.
Und das macht das, das Badewannenwasser sozusagen basisch und dadurch kann der Körper sozusagen auch entsäuern und die Säuren sozusagen ausleiten. Und das kann man auch, man braucht gar nicht eine volle Badewanne, sondern die Füße tun auch sehr viel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber generell Zuschauer, dass man auch sehr gut über die Füße entgiften kann. Ja, ja. Und deswegen kann man auch super gut ein Fußbad machen oder zum Beispiel im Sommerurlaub im Meer. Das Meer ist ja auch leicht basisch, das Salzwasser. Also kann nicht am See, aber das Salzwasser ist auch leicht basisch. Und wenn man einfach nur einen Spaziergang am Strand macht mit den Füßen, kann man dadurch ganz toll entsäuern. Also das ist dein Zeichen, den nächsten Urlaub zu buchen, würde ich sagen. Und dann wirklich aktiv auch mal auch ein bisschen länger auch im Meerwasser zu bleiben. Das kann auf jeden Fall richtig gut tun und dadurch kann man halt auch entsäuern. Und und alles an äußeren Einflüssen, ich habe auch gesagt, Giftstoffe zum einen in den Lebensmitteln, Pestizide, also vor allem auf Bio-Lebensmittel umzuschwenken, kann total hilfreich sein, denn gerade Giftstoffe, Pestizide haben auch einen Einfluss auf den Säurebasenhaushalt und wirken säurehaltig, aber auch Kosmetikprodukte, also wenn man da konventionelle Kosmetik nimmt, die können zum einen natürlich auch den Hormonhaushalt, aber auch den Säurebasenhaushalt beeinflussen und da, je weniger besser und alles, was man mit Natur oder Naturkosmetik lösen kann, ist auf jeden Fall hier auch für den Säurebasenhaushalt die bessere Variante. Und wo man ja vielleicht auch erstmal nicht dran denkt, das ist tatsächlich auch die Kleidung, die wir am Körper tragen. Zum Beispiel nämlich chemische Farbstoffe, die darin enthalten sind. Vielleicht eher nach Kleidung mal greifen, die entweder nachhaltig hergestellt ist. Da kannst du ja auch mal bei Vintage-Stores gucken. Da gibt es ja auf jeden Fall einige, die dann auch bezahlbarer sind. Denn die können zum Beispiel auch Allergien auslösen. Und dann den Säurebasenhaushalt zum Beispiel auch beeinflussen. Absolut, also die Kleidung da wirklich auch auf natürliche Rohstoffe zu gehen, wie Baumwolle oder Viskose und die natürlich auch vorher einmal waschen sozusagen, bevor man sie trägt. Und das Waschmittel sollte dann am besten auch sozusagen so natürlich wie möglich sein. Ja. Und nicht zu aggressiv, denn das hat auch wieder einen Einfluss. Also also auch alle Haushaltsreiniger letztendlich. Also wir haben ja, glaube ich, auch schon mal bei uns bei Instagram also natürliche Haushaltsreiniger geteilt, wo zum Beispiel auch Apfelessig drin ist. Apfelessig ist nicht nur innerlich total gut für den Säurebasenhaushalt, sondern eben kann auch wunderbar als Haushaltsreiniger verwendet werden. Und auch da, also letztendlich sollte man einmal in seiner kompletten Umgebung schauen, was man tun kann. Und das ist... finde ich total gut. Die Kleidung, die wir tragen und die Kosmetik, die Zahnpasta, die wir verwenden, kann alles einen Einfluss haben auf unseren Säurebasenhaushalt. Ja, also tatsächlich mal die ganzen Inhaltsstoffe, die Materialien einmal abchecken und sich auch mal informieren, in Fachliteratur, im Internet, was ist das überhaupt alles da, was ich zu mir nehme, was ich an mir trage, was ich auf meine Haut gebe. Dass du dich da auch einfach mal ein bisschen einliest und hin und wieder merkst du vielleicht auch tatsächlich, was eben deinem Wohlbefinden gut tut und was nicht. Welche Mineralstoffe sollte man denn einnehmen, um den Säurebasenhaushalt zu unterstützen? Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium, ich glaube, die kennt jeder, die sind sehr bekannt, aber auch Silizium, Zink, das sind alles basische Mineralien, die man gut zu sich nehmen kann. Aber es gibt auch viele kleine Spurenelemente. Wir haben ja zum Beispiel bei uns im Sortiment einmal die Sango-Koralle, die total basisch ist, aber eben auch Silizium. Das sind basische Mineralien, die man halt zu der Ernährung, wenn man den Säurebasenhaushalt positiv beeinflussen möchte, noch zu sich nehmen kann. Ja, neben den Mineralstoffen, die man so zu sich nehmen kann, zum Beispiel durch Nahrungsergänzung, was kann man denn zwischendurch mal essen, ohne zu kochen, war hier die Frage von einer Followerin. Wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht übersäuert ist, also wie kann man den pH-Wert senken, ohne zu kochen? Ja, also das beste Fastfood ist auf jeden Fall Obst oder auch Rohkost. Also der Apfel, der Klassiker, der jetzt ja auch schön in der Saison ist, ist eigentlich der beste Snack für zwischendurch. Und da braucht man gar nicht viel überlegen, kann man sich mitnehmen, aber natürlich auch eine Banane. Ich finde Rohkoststicks auch total super. Und die einzige Nuss, oder die ist gar keine richtige Nuss, die wirklich basisch ist, sind Mandeln. Mandeln sind ja oft auch, wenn ich eine Nussallergie habe, trotzdem verträglich. Und Mandeln sind zum Beispiel basisch.
Also die kann man auch gut als Snack nehmen, wenn man so ein bisschen was Reichhaltiges haben möchte. Und ja, und alles andere, natürlich Pseudogetreide. Mittlerweile gibt es ja auch schon Amaranth und Quinoa-Riegel, die man sich zum Beispiel auch selber machen kann. Aber ja, das Einfachste, ohne halt wirklich zu kochen und groß was vorzubereiten, sind laut meiner Meinung Mandeln und Obst und Gemüse in Form von Rohkost, die man eigentlich immer bei sich haben kann für den kleinen Hunger zwischendurch. Ja, und wenn es nicht ums Kochen geht, aber vielleicht ums Backen, jetzt ist ja auf jeden Fall die Jahreszeit wieder, wo man vielleicht mal den Backofen mal wieder benutzen kann und sich für die nächsten Tage leckeres Brot zubereiten kann. Da haben wir auch mal bei Instagram ein tolles Rezept geteilt. Das verlinken wir auch gerne hier einmal nochmal in der Infobox. Nämlich basisches Brot. Wir wissen ja schon, Getreide ist eher säurebildend. Aber das bedeutet nicht, dass du da komplett drauf verzichten musst. Denn Pseudogetreide ist ja, gesund, neutral und teils sogar auch basisch. Zum Beispiel Vollkorn zählt ja auch zu den guten Säurebildnern. Genau, und wir haben ein Rezept für dich, das glutenfrei ist, zuckerfrei und vegan. Und da sind zum Beispiel enthalten Buchweizenmehl, Amaranth, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und Chiasamen. Und das Rezept ist auch ganz einfach. Wir haben auch schon aus der Community erfahren, dass da leckere Brote raus entstanden sind. Also probier das gerne mal aus, wenn du magst. Ja, das finde ich gut, dass du es nochmal gesagt hast. Also es gibt nicht nur schlechte Säurebildner, sondern es gibt eben auch gute Säurebildner. Ja. Säure gehören ja zum Leben dazu. Und wie das Konzept besagt, auch ungefähr 80-20, also 80% basisch und 20% säurehaltig. Und Vollkorngetreide oder auch Nüsse. Oder zum Beispiel auch Tempeh, das sind ja ganz tolle Säurebildner, die auch gut sind für die Gesundheit. Genau, und zu den schlechten Säurebildern zählt man dann eher tierische Lebensmittel und natürlich auch stark verarbeitete Lebensmittel, Softdrinks, Pommes, also alles, was man da so kennt, also aus dem Fastfood-Bereich, das sind die Säurebildner. Die schlechten, aber es gibt auch gute. Gut, ja, bei welchen Problemen oder Erkrankungen hilft denn eine basische Ernährung? Ja, ich habe ja gerade eben schon von der Verdauung gesprochen, die man dann nehmen kann. Bei Krankheitsbildern dürfen wir ja nicht beraten, aber letztendlich kann der Säurebasenhaushalt, also diese basische Ernährung, eigentlich bei jeglichen Beschwerden einfach mal ausprobiert werden. Also da gibt es gar nicht die eine Beschwerde, also sei es, ob ich jetzt Migräne habe oder ich habe ja, starke Verstimmungen vor der Regelblutung oder eben, wie ich hatte Haarausfall und habe mich darüber informiert. Also letztendlich, oder wenn ich einfach nur was für mein Glow machen möchte, letztendlich hat es einen ganzheitlichen Effekt auf den Körper und jegliche Beschwerde kann eigentlich damit angegangen werden, meiner Meinung nach. Ja, wir haben tatsächlich auch schon hin und wieder mal Kommentare reinbekommen oder Nachrichten, die ja sagen, wo denn da die Belege sind, dass die Säure-Base-Ernährung ja vielleicht nicht wissenschaftlich bestätigt ist, dass es gar nicht so korrekt ist, was dort behauptet wird. Was haben wir denn da für eine Meinung zu oder was sagen wir da generell zu? Letztendlich ist es ein Konzept aus der Naturheilkunde, also eine alternative Heilmethode, ja, als Alternative eben zur Schulmedizin, die man anwenden kann, aber wie zum Beispiel, man kann es gleichstellen mit zum Beispiel dem Konzept der Ayurveda oder eben auch Konzepte aus der traditionellen chinesischen Medizin. Damit kann man es eigentlich, also wenn man eine Alternative sucht und da offen für ist, dann ist es ja einfach eine alternative Heilmethode aus der Naturheilkunde und damit kann man es ungefähr gleichsetzen. Ja. Ja, spannend. Und da gibt es ja auch super viele Erfahrungswerte. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung selber auch gemacht. Ja. Und da gibt es mittlerweile ja auch ausgebildete Therapeuten, die nennen sich Säurebasentherapeuten. Da gibt es Fastenkuren zu, die professionell von zertifizierten Beratern angeboten werden. Also es ist schon ein Konzept, was auch wirklich ja, nicht irgendwie neu ist, sondern was es schon ganz lange gibt und mit sehr vielen Erfahrungsberichten auch hinterlegt ist. Eine Followerin hatte die Frage, was eine Übersäuerung begünstigt und was man dabei dann tun kann.
Vielleicht können wir das einmal nochmal zusammenfassen, Julia. Ja, können wir machen. Also natürlich eine stark säurehaltige Ernährung, das liegt, glaube ich, auf der Hand mit vielen Produkten, ja, die weiterverarbeitet sind, die tierisch sind, viel Fastfood, aber natürlich auch Alkohol, Rauchen, Drogen, ist alles säurebildend, Medikamente. Also auch wenn man da an die Antibabypille zum Beispiel denkt, aber generell, wenn man täglich Medikamente zu sich nimmt, können die auch einen Einfluss auf den Säurebasenhaushalt haben. Aber notwendige Medikamente sollten natürlich eingenommen werden, ja, aber einfach nur, was führt einfach dazu? Ne? Das ist ja die Frage. Und aber auch das Stressmanagement, das haben wir, glaube ich, schon besprochen. Mhm. Also ich kann innerhalb von wenigen Sekunden übersäuern. Und aber auch Umweltgifte, Schwermetalle, Leitungswasser zum Beispiel kann auch säurebildend sein, wenn das Leitungswasser mit Rückständen zum Beispiel ist. Es gibt ja zum Beispiel in alten Altbauwohnungen, ist eigentlich nicht mehr erlaubt in Deutschland, aber ich habe selber in so einer Altbauwohnung noch gelebt, wo es noch Bleirohre gab. Und darauf kann man auch mal achten. Und Kosmetik haben wir auch schon gesagt, konventionelle Kosmetik kann dazu führen. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte. Oder fällt dir noch was ein? Zum Thema Wasser fiel mir noch was ein. Ja. Da wurdest du auch schon teilweise gefragt bei Instagram manchmal. Mhm. Da hast du ja, glaube ich, auch einen Special-Tipp, was vielleicht die Filterung angeht. Dass man Wasserfilter verwendet. Genau. Ja, also ich habe zu Hause auch einen Wasserfilter, der sozusagen einmal komplett alle Schwermetalle und Co. einmal aus dem Wasser rausfiltert, alle Rückstände, alle Pestizide, die dort noch enthalten sind. Man sagt ja sogar, dass teilweise ja Medikamentenrückstände im Leitungswasser sind. Der filtert einmal alles raus und bewirbelt das auch wieder. Und dann wird das sozusagen mit Mineralien, da ist so ein Mineralienstein drin, wie zum Beispiel jetzt auch so eine Quelle hat ja auch viele Mineralien und da wird das sozusagen so ein bisschen nachgeahmt wie aus der Naturquelle und dann kommt das aus dem Leitungswasser raus und es geht einmal durch so einen Filter durch und das kann ich auch empfehlen, denn bevor man überhaupt über Ernährung spricht und andere Dinge, so Wasser, wir brauchen ja Wasser zum Leben, wir bestehen zu einem Großteil aus Wasser und es macht total Sinn, wirklich, bevor man startet, nicht mit der Ernährung mal anzufangen, sondern nur mit dem, was man wirklich auch trinkt. Mhm. Ja. Und mit Getränken kann man ja auch ganz toll den Säurebasenhaushalt beeinflussen. Wie zum Beispiel, ich habe gerade eben schon gesagt, zu Haushaltsreinigern wie Apfelessig. Und ich glaube, du hattest ja auch noch einen Tipp, den wir hier gerne auch bei InnoNature immer wieder anwenden bei unserem Team. Genau, wir lieben nämlich das Zitronenwasser. Das empfehlen wir dir immer morgens, um damit in den Tag zu starten. Denn Zitronen, die werden basisch verstoffwechselt. Und so kann das Zitronenwasser zum Beispiel deinen Säurebasenhaushalt unterstützen und auch ausgleichend wirken. Und was auch im Zitronen drinsteckt, ist jede Menge Kalium, Calcium und Magnesium. Da haben wir auch schon gelernt, auf jeden Fall wichtige Stoffe für den Säurebasenhaushalt. Und außerdem wissen wir alle, ne, Vitamin C ist natürlich auch ganz essentiell für das Wohlbefinden. Es ist reich an Antioxidantien, das heißt ein absoluter Immunsystembooster. Und kann auch als Detox wirken und nämlich zum Beispiel Entgiftungsprozesse in Leber und Nieren unterstützen und kann tatsächlich auch eine Wohltat für deinen Darm sein. Also wie du siehst, ein absolutes Rundumpaket, die Zitrone. Deswegen starte so gerne mal in den Tag und drück einfach eine halbe Zitrone in dein Wasser aus und zack, bist du ganz gut gewappnet, würde ich mal sagen. Ja, und es ist ja wirklich auch eine einfache Möglichkeit, auch mal zu starten. Ja. Wirklich, man muss ja nicht, wenn man erst so ein bisschen überfordert ist mit allem, aber eigentlich erstmal so ganz kleine Dinge in seinen Alltag zu integrieren, wie eine tägliche Zitrone, das kann auch schon echte Wunder bewirken. Man sagt ja immer, es sind manchmal einfach nur die kleinen Dinge, die das schon ausmachen und auch hier ist das der Fall. Ja. Wo du ein bisschen aufpassen solltest, ist, dass die Zitrone den Zahnschmelz angreifen kann. Deswegen empfehlen wir dir hier danach dann nochmal deinen Mund mit etwas Wasser auszuspülen. Falls du ein bisschen Baulärm hier hörst, da müssen wir uns entschuldigen, aber ich hoffe, du verstehst uns trotzdem gut. Wir haben die nächste Frage und zwar geht es um eine starke Regelblutung. Ob das dann gleichzeitig auch immer auch eine starke Übersäuerung bedeutet oder ob man das so pauschal gar nicht sagen kann.
Ja, pauschal kann man es natürlich nicht sagen. Man muss ja auch erstmal definieren, was ist denn eine starke Regelblutung. Wir hatten es, glaube ich, auch schon in unserem letzten Q&A zum Thema Menstruation. Und ich kann das ja nochmal kurz wiederholen. Zum Beispiel in Tradition wird eben auch gesagt, dass Menstruierende durch ihre Menstruation entgiften sozusagen. Und wenn man wenig zu entgiften hat, dann hat man auch eine leichte Regel. Und wenn man viel zu entgiften hat, der Körper überlastet ist, dann blutet er auch sehr stark. Und ich muss sagen, ich persönlich habe das bei mir selber auch festgestellt. Ich hatte vor meiner Ernährungsumstellung vor 8 Jahren wesentlich stärkere Regelblutung und auch mit PMS oder auch mit Krämpfen zu kämpfen als danach. Also von daher denke ich schon auf jeden Fall was da dran. Und wenn ich sehr starke Regelblutung habe, ist es auf jeden Fall ein Zeichen, worauf man mal gucken sollte, achten sollte und einfach mal ausprobieren, glaube ich. Also es kann ja auf jeden Fall auch nicht schaden. Ich glaube, da 1-2 Wochen mal auf eine basische Ernährung mal umzusteigen, zu gucken, wie es einem geht, kann auf jeden Fall total hilfreich sein. Aber klar, pauschal kann man es nicht sagen. Aber Traditionen sagen das sozusagen. Und ich muss sagen, ich persönlich habe das bei mir auch festgestellt. Mhm. Ja. Das heißt, zusammengefasst, der Körper kann übersäuert sein bei einer starken Periodenblutung, muss aber nicht. Ne? Das kann auch immer noch andere Ursachen haben. Deswegen betrachte da deine Beschwerden auf jeden Fall immer ganzheitlich. Super. Ja, und dann kommen wir auch zur letzten Frage zum Thema Schwangerschaft. Generell ist es ja so, das hat Julia eben auch schon mal gesagt, während einer Schwangerschaft, in Wechseljahren oder wenn du zum Beispiel auch die Antibabypille nimmst, dann kann sich der Säurebasenhaushalt auf jeden Fall verändern. Und hier war jetzt einmal die Frage, bei einer Schwangerschaft, wie man da den Säurebasenhaushalt unterstützen kann. Was haben wir denn da für Tipps? Ja, also unterstützen kann man ihn natürlich auf jeden Fall, indem man sagt, hey, ich integriere einfach mehr basische, ballaststoffreiche Lebensmittel in mein Leben. Aber es ist natürlich wichtig, jetzt keine, wenn der Körper es nicht gewohnt ist und eigentlich immer sehr mehr säurebildend gegessen hat, dann ist es wichtig, auch nicht zu stark in eine basische Ernährung zu gehen. Also jetzt keine extreme basische Kur von 100% zu machen, denn das, was der Körper nicht gewohnt ist, sollte man in der Schwangerschaft auf jeden Fall nicht herausfordern, denn der Körper ist mit so vielen Prozessen beschäftigt. Und wie gesagt, die basische Ernährung hat ja auch Entgiftungsmöglichkeiten, also der Körper entgiftet dann ja auch, und das sollte man natürlich in der Schwangerschaft vermeiden, den Körper zu stark zu entgiften, denn wenn man nicht die richtigen Methoden anwendet, dann kann es natürlich sein, dass die Giftstoffe worst case in die Plazenta gehen und somit natürlich auch in das Baby beeinflussen. Deswegen ist es da natürlich wichtig, wenn dann nur leichte Veränderungen zu machen, einfach auf eine gesunde Ernährung umzustellen. Und wir haben ja auch schon gesagt, nicht nur allein durch die Ernährung kann man ja auch den Säurebasenhaushalt beeinflussen in der Schwangerschaft, sondern eben auch durch Stressbewältigung, was auch eben natürlich positiv fürs Baby ist. Ja. Aber man kann natürlich auch mal so ein Basenbad einnehmen, was entspannt auch für den gesamten Körper ist und das somit beeinflussen und eben vielleicht auch mal mehr auf die Inhaltsstoffe achten, mehr Bio-Lebensmittel statt konventionell zu essen. Das hat ja auch schon einen großen Einfluss. Also dann würde ich eher die Dinge ändern und nicht zu stark an der Ernährung rütteln, sondern eher an dem Äußeren. Bio statt konventionell, Naturkosmetik statt, statt konventionelle Kosmetik. Und damit kann man eigentlich den Säurebasenhaushalt in der Schwangerschaft schon richtig schön beeinflussen, ohne jetzt eine Kur zu machen. Ja, wenn du deine Ernährung aber vielleicht verändern möchtest, dann sprich das auf jeden Fall ärztlich ab. Super, dann sind wir auch durch mit den Fragen von heute. Wir empfehlen dir auch noch ein paar Blogposts bei uns auf der Website. Die verlinken wir dir natürlich auch gerne einmal in der Infobox. Da findest du nochmal ganz spannende Informationen zum Säurebasenhaushalt und ganz tolle Produktempfehlungen, die wir dir empfehlen können. Da zum Beispiel dann auch häufig das Basenbad mit dabei. Super auch jetzt für die kalte Jahreszeit, womit du dann auch einfach ein Fußbad machen kannst, wenn du keine Badewanne hast. Super praktisch. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk uns auch gerne einen Daumen nach oben. Wir freuen uns auch sehr auf dein Feedback. Folg uns auf Instagram, folg uns hier bei YouTube. Und ansonsten würde ich sagen, einen wunderschönen Tag dir. Hat wieder sehr Spaß gemacht heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.